Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Katja Riemann. Ich bin Schauspielerin und ich bin dankbar, dass ich hier dabei sein darf. Ich möchte eigentlich nur kurz daran erinnern, dass sich jeder Einzelne hier in diesem Land bewegen muss. Wenn wir tatsächlich denken, jemand anders löst die Probleme für uns, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Es ist wahrscheinlich die Zeit, jetzt sich aus der großen Menge der schweigenden Mehrheit herauszubewegen. Denn diejenigen, die nicht einverstanden sind mit dieser Art von Demokratie und diesen Forderungen, die jetzt hier heute laut werden, diese Menschen, die sind laut, die schreiben ihren Abgeordneten. Und vielleicht wird es Zeit, dass wir das auch tun. Denn ich frage mich, was sagen wir unseren Enkeln eines Tages, wenn sie uns fragen, was habt ihr gemacht? Es war doch alles sichtbar. Und dort auf Lesbos, in einem Lager, was für knapp 3000 Menschen mal gedacht war, lebten 20.000 Menschen. Lebten außerhalb der Safe Areas Kinder, Minderjährige, die im Austausch für Sex sich eine Nacht in einem Zelt organisierten oder für ein Essen. Dort, als ganz offensichtlich die Rechte gebrochen wurden, die United Nations Kinderrechtskonvention, das Menschenrecht, das Asylrecht und das geltende EU-Recht. Was habt ihr da gemacht? Wo warst du da? Das möchte ich ehrlich gesagt gerne offenherzig meinen Enkeln eines Tages sagen können. Denn nur weil die EU derzeit richtig ein großer Fail ist, heißt es nicht, dass wir in Deutschland dem nacheifern sollten. Und darum denke ich, in diesem Land sind Menschen, die können Krise, die wissen, wie das geht. Und vielleicht sollten wir diese Expertise mit anderen teilen. Nach mir spricht der wunderbare Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalek vom ECCHR. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.